Hey Leute, was geht? Y Gaucho wieder hier zurück am Start mit einem neuen Vlog. Wir fahren heute nach Leipzig. Heute spielt Deutschland gegen Ungarn. Wir wurden von Adidas eingeladen. Richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Johnny kann leider nicht mitkommen, weil der hat Spiel und war auch die ganze Woche ein bisschen krank. Aliu sollte eigentlich kommen und Eli. Aliu wurde jetzt aber krank leider über die Nacht, deswegen kommt er leider nicht. Eli weiß ich gerade gar nicht, aber ich denke, er ist da. Und mal schauen, wer sonst noch so kommt. Arminio kommt und genau, wir nehmen euch mit. Und jetzt Abfahrt. Und ich bin Namo und ich bin auch dabei. Also das ist der absolute Oberwahnsinn schon wieder. Wahnsinn. El Paciente. Salam. Wie geht's? Gut. Wo ist der andere? Kurz zu Hause. So Leute, wir waren kurz pinkeln. Wir haben jetzt noch 38, 40 Minuten. Sind dann gleich da und dann sind wir endlich im Stadion. Deswegen let's go. Den letzten Meter schaffen wir auch noch. So Leute, wir sind angekommen und schaut mal, welchen Patienten wir hier gefunden haben. Arminio, mein Bruder, was geht? Was geht ab, meine Lieben? Alles wir gut sind, bei euch? Ja, normal, bei dir auch? Alles super, seid ihr gut angekommen? Ja, passt, Fahrt war geil. Er kommt aus Leipzig, er musste nicht so weit fahren. Komm in meine Hut, Leute, ja. Ja, in deine Hut. Oh, ich muss echt also, sagen, erzähl. Ihr Leipziger, no hate oder so, aber was ich bisher gesehen habe, sah nicht so schön aus. Ja, okay, du warst Leipzig vor 15 Jahren war noch viel schlimmer. Okay. Muss ich ehrlich sagen, also ist mittlerweile echt entspannter geworden. Ja. Aber bleibt der Osten, Freunde, machen wir uns nichts vor. Sehr gut. Ehrlich aber. Darfst du auch noch einen Tipp abgeben, Arminio? Tipp für heute. Ich sag so ein 2-0. 2-0 Deutschland. Timo trifft heim, Werner. Timo trifft. Und Kimmich. Und Kimmich, okay. Mal schauen, ich tippe. 3-1. 3-1? Ich hoffe, wir sehen ein paar mehr Tore. Ich hoffe, wird geil. Ja. Aber was tippst du eigentlich? 3-1 Deutschland. 3-1, so wie ich nachmache. Wir sind da. Mal schauen, wir müssen jetzt erstmal die Box suchen, wo wir sind. Weil wir haben keine Ahnung, wir müssen anscheinend die Treppen runter. So. Wir sind jetzt in der Loge angekommen oder bei der Loge. Servus, hallo. Und die nette Dame begleitet uns jetzt zu unserer Loge. Wir sind in der Loge 15. Adidas, Dankeschön, du bist die Beste. Geh mal. Oh, schaut das entspannt aus. Ja, na klar. Und Sabine, beste Frau, nur wieder am Arbeiten. So, schauen wir uns mal an, was es gibt. Was sagst du den Plätzen? Die Plätze sind auf jeden Fall sehr Wahnsinn, das Stadion also, schaut geil aus. Muss man auch nochmal Dankeschön sagen. Ne? Ja, sowieso immer. Sabine ist beste Frau, Adidas, vielen, vielen Dank. Mal schauen, wie das Spiel wird. Also, wir gehen jetzt was essen. Vorspeise gerade war super, Parmesan-Creme. Boah, jetzt zeig mal, was gibt's hier so. Ui, schmeckt. Schaut hier herrlich aus, Wahnsinn. Wahnsinn! Was gibt's hier noch? Bist du schon beim Panna Cotta angekommen? Nein. Das ist so. Ja, aber das ist doch geil. Kannst du deine eigene Bowl machen? Was ist das? Gedämpfter Lachs. Das probiere ich safe, Bro. Oh, Digga. Flimmert so. So, herzlich willkommen zum Hauptgang. Schön Roastbeef, schaut super aus. Mit geschmortem Lachs. Super. Hier geht's. Raus zu den Plätzen. Guten Appetit. Okay, Mannschaft nimmt sich auf. Wir haben geil gegessen. Links Deutschland, rechts Ungarn. Jetzt warten wir, bis das Spiel anfängt. Und Anpfiff. Let's go, let's go, let's go, let's go. Thomas Müller, Timo Werner.
Leroy Sané mit meiner Frisur, Ilkay, Kimmich, Gnabry, Hofmann, Niki Süle, Rüdiger und David Raum. Im Tor heute Ter Stegen. Oh, Kurzecke. Neue Variante, oder was? Opa! 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 So Leute, Viertelstunde ist gespielt, bisher noch gar nichts passiert. Eigentlich Deutschland die nicht so gut verspielt sich irgendwie vorne. Oh, oh, oh. Ja, das war bis jetzt eigentlich ziemlich gut gespielt. Ja. Also keine klaren Aktionen nach vorne von beiden. Jetzt der erste Eckball für Ungarn, schauen wir. Deswegen mal schauen, was noch passiert. Wir sind gespannt, aber ich bleibe bei meinem Tipp 2-1. Also wenn es so weitergeht, wenn es so weitergeht, sage ich 1-1 alles. Deutschland spielt nicht so gut, kann ich. Ja, aber spielt bis zum Zeitpunkt. Schauen wir mal. Genau nach unserer Analyse. Es waren keine 20 Sekunden dazwischen. Wahnsinn. Wow. Hey Leute, ich habe gerade jetzt erst gesehen, er hat das Tor einfach mit der Hacke gemacht. Was war das denn? Ihr habt es gesehen. Wow. Sorloy, wir sprechen jetzt Sorloy aus. Für alle Ungarn, tut mir leid, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Boah! Ich glaube nicht, dass das Abseits war. Ich glaube auch kein Abseits, aber... Alter, geil gespielter Freistoß. Ich hab's nicht mehr ganz drauf. Ja, knapp. Der wird da beworfen. Hallo, Ref! Hey! Er wurde getroffen auch noch. So, mein Freund. Es geht, mein Lieber. Was sagen Sie bis jetzt? Ist jetzt leider echt schwacher Auftritt von unserer Mannschaft. Ja. Irgendwie nimmt uns Ungarn gerade ganz schön auseinander, ne? Ungarn ist nicht schlecht. Ungarn ist nicht schlecht. Verdient 1-0. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde sagen, zur Halbzeit Flick auf TikTok Arminio und ein bisschen was zeigen. Und dann, dann kannst du mal besser werden, zweite Hälfte. Sehr gut, sehr gut. Bleibst du bei deinem Tipp? Was hast denn du nochmal getippt? Ich habe 2-0 getippt. Ja, das kann ja nichts mehr werden. 2-1 noch. 2-1. Mein 3-1 kommt. Ich sag's dir. Mein 3-1 kommt? 100%. Denkst du, ich mache noch 3? 100%. Panewitz, was ist los? Erzähl mal dein Fazit zur ersten Halbzeit. Also, wie man ja auch sehen kann, Ungarn überlagern die Mitte total. Die Deutschen spielen durch die Mitte spielen wollen. Klappt nicht, ist klar. Weil wenn du ein Doppelpass spielst und da hat jemand um dich herum, wird schwierig. Deswegen mein Denken jetzt, ich glaube, wir werden umstellen auf Dreierkette, damit wir die Außen gleich überlagern können. Also, damit ja, zwei Leute mehr außen sind. Und dann halt einfach mal ein bisschen schneller verschieben. Aber fehlt dir nicht auch der Zielspieler vorne drin irgendwie ein bisschen? Kannst ihn hinstellen. Könntest auch Klose hinstellen, hätte keine Chance. Weil die ist halt so überlagern, das Zentrum, Fünferkette, drei davor. Was willst du machen? Ja, ja, stimmt. Und deswegen, ich würde die Außen überlagern, ja, weil da haben sie dann immer Probleme. Das würde ich machen. Mal gucken. Ja. Sehr gut. Was ist dein Tipp? 1-1. 1-1 nur? Ja, ich habe 3-1 von Anfang an gesagt. Ja, aber es wird schwer gegen. Wird schwierig, ja, glaube ich auch. Hey, ganz kurz, hast du Kontakt zu Hansi Flick? Ehrlich. Wir haben kurz geschrieben. Sag Dreierkette, außen hoch und dann abwatschen. Und jetzt und was passiert jetzt in der zweiten Halbzeit? Jetzt können wir gewinnen. Warte. Und jetzt spielen sie einfach plötzlich Dreierkette. Ja, weil alles andere
das ist ja Wahnsinn. So Leute, also wie ihr gerade gehört habt, hat Hansi Flick Co-Trainer Pannewitz engagiert. Die spielen jetzt Dreierkette. Ich weiß nicht, woher er das wusste. Er hat einfach ein Headset hier oben. Er ist der Videoanalyst aus der ersten Halbzeit. Direkte Connection. Direkte Connection zum Coach. Und ja, mal schauen. Ich bleib bei meinem Tipp 3-1. Muss ich ja bleiben. Was anderes bleibt mir einfach nicht übrig. Tor gefallen. Abseits habe ich natürlich gesehen, deswegen habe ich nicht gefilmt. Perfekt. Also Deutschland ist jetzt besser drin in der zweiten Halbzeit. Mal schauen, was die Ecke bringt. David Raum. Ist gut? Aktion noch nicht vorbei. Schade. Sah gefährlicher aus, als es war. So Leute, wir haben jetzt die 65. Minute. Zweite Halbzeit ist bisher ein Spiel auf ein Tor eigentlich, aber trotzdem hat Deutschland noch nicht so krasse Chancen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie auf jeden Fall mindestens noch den Ausgleich machen. Mal schauen. Oh! Leroy ist halt leider nicht der Kopfballstärkste. Aber war trotzdem ganz gut gespielt. Jumbo! Jumbo ist jetzt in der Haus. Jetzt wird's wild. Oh, hält er stark. Sehr gut gehalten. Guter Ball. Wichtig, dass er da seinen Kopf hinhält. Also wenn das kein Abseits war, weiß ich auch nicht. Ja. Und der ist gut. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. So Leute, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Deutschland noch das Unentschieden macht, beziehungsweise den Ausgleich. Wir werden sehen, 5 Minuten haben sie noch. Schau, 93. Minute, die Musiala. Okay, dann glaubt ihm. So, Deutschland wirft jetzt alles nach vorne. Rüdiger hier vorne mit dabei. Süle hier fast vorne mit dabei. Mal schauen. Abschluss. Erste Niederlage von Hansi Flick gegen Ungarn. Wahnsinn. Aber verdiente Kiste. So Leute, das war's vom Stadionvlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Elin, fandest du den Abend mit Adidas, das Spiel? Die Leute sind hier alle super korrekt, mit denen ich hier zu tun hatte. Adidas natürlich auch sehr cool. Das Spiel war ein bisschen scheiße, oder? Ja, es war sehr dünn. Deutschland ein bisschen Flasche leer gewesen, aber trotzdem sehr cool, dass ich hier sein durfte. Die Jungs sind auch alle korrekt. Lasst den Follow da, lasst ein Like da. Dankeschön. Bei ihm auch. Nein, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Adidas. Wir müssen jetzt noch nach München brettern. Wir sind um 4:30 oder sowas daheim. Ach, ihr fahrt mit Auto? Ja. Oh, schwer. Easy. Vielen, vielen Dank für alles. Haut's rein. Ciao, ciao.